Die größte Herausforderung im Winter ist definitiv der richtige Schlafsack für die entsprechende Temperatur. Wie man diese Herausforderung letztlich bewältigt, wie man den richtigen Schlafsack findet, um im Winter warm zu bleiben und welchen Schlafsack ihr letztlich wirklich braucht, das zeige ich euch heute. Teilen wir die Schlafsäcke erstmal in zwei Kategorien ein: Daune und Kunstfaser. Ich werde nun nicht auf alle spezifischen Details zu Schlafsäcken eingehen, denn dazu gibt es im Kanal bereits ein eigenes Video. Vielmehr geht es jetzt um die winterspezifischen Themen. Die Unterscheidung zwischen Daune und Kunstfaser ist im Winter besonders wichtig, da die Ventilation beispielsweise im Zelt immer nur begrenzt möglich ist. Und auch ohne Zelt ist vor allem die Nässe ein großes Problem. Zumindest für die Daune. Daunenschlafsäcke verlieren bei Kontakt zu Feuchtigkeit ihre Bauschkraft und werden zu einem, ja, nassen Sack. Kunstfaserschlafsäcke mit prima Luftfüllung zum Beispiel haben hier deutlich weniger Probleme. Sie verlieren ihre Isolation kaum, wenn sie nass werden, wodurch sie im Handling nicht so sensibel sind. Grundsätzlich nehmen sie Feuchtigkeit, also vor allem Dampf, nicht so gut auf, was natürlich im Sinne der Isolation ist. Die Punkte der Feuchtigkeit und Nässe sind im Winter extrem wichtig. Wer ohne Zelt schläft, damit man halt nicht vom Jäger erschossen wird, und nur einen Biwaksack nimmt, der hat vielleicht mit Schnee im Biwaksack oder im Schlafsack zu kämpfen. Für Kunstfaser deutlich weniger ein Problem als für die Daunenschlafsäcke, die in ihrer Isolation dann letztlich darunter leiden und auch nur sehr schwer wieder trocken werden. Doch warum sollte man dann überhaupt einen Daunenschlafsack im Winter mitnehmen? Kunstfaser hat eben ein Packmaßproblem. Dieses Problem ist zwar nicht mehr derart wie vor einigen Jahren, da seit der Primaloft, G-Loft und Co-Entwicklung vieles besser wurde, aber Daune bleibt eben in der Komprimierung weiterhin vorne. Warum ist das bei Winterschlafsäcken aber so wichtig? Im Sommer brauchen wir so oder so relativ wenig Isolierung. Wenn Kunstfaser jetzt beispielsweise 10% mehr Platz bräuchte in der Komprimierung, dann ist das in absoluten Kubikzentimeterzahlen eher wenig, weil ja insgesamt ja auch weniger Isolierung vorhanden ist. Bei einem Winterschlafsack ist aber so viel Isolierung notwendig, dass die Unterschiede zwar weiterhin vielleicht bei, naja, 10% liegen, in absoluten Zahlen aber viel, viel mehr Platz benötigt wird. Daher ist die Daune in einigen Situationen im Winter der Kunstfaser zwar unterlegen, bleibt aber im extremen Temperaturbereich immer noch die einzige praktikable Lösung. Wir sollten uns aber jetzt genau damit beschäftigen, dem Temperaturbereich. Schließlich macht der ja scheinbar viel aus, nicht nur beim Schlafen, sondern auch beim Tragen. Wenn wir uns mit dem Temperaturbereich von unserem Schlafsack für die Wintertouren beschäftigen, dann ist es natürlich immer auch eine Frage des Geldes. Denn Temperatur kostet in der Regel sehr viel Geld. Je tiefer die Temperaturen gehen, umso mehr kostet das Ganze. Und vor allen Dingen die, ich sage jetzt mal, preisliche Kurve, die ist nicht gerade linear, sondern eher exponentiell verlaufend. Das heißt, für richtig, richtig kalte Temperaturen muss man auch unfassbar viel Geld hinlegen. Zum Beispiel haben wir den Summit AP3 hier. Ihr seht natürlich auch gleich, was das Ganze im Packmaß bedeutet. Der kostet 1000 Euro und da gibt es natürlich auch noch viel mehr. Ich habe noch einen Carinthia D1200X zu Hause. Der kostet neu, glaube ich, mittlerweile 1300 Euro. Das heißt, wir sind hier preislich schon mal ein bisschen... Das geht schon ordentlich ins Geld. Bleibt bei solchen Schlafsäcken natürlich immer die Frage, wie kalt oder warm braucht es. Ich habe schon ein bisschen darauf angespielt, dass wir das Ganze ein bisschen durch externe Faktoren nochmal beeinflussen können. Wir müssen nicht unbedingt bei minus 20 Grad auch wirklich den C2 Summit Alpine AP3 kaufen. Das ist nicht unbedingt notwendig. Trotzdem ist es aber immer eine Sicherheitsgarantie. Wenn ich so einen Schlafsack verwende, dann ist klar, ich bin definitiv immer auf der sicheren Seite, egal was mir fehlt, egal was mir abhanden kommt. Das ist halt schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Die Nachteile sind offensichtlich, sie sind riesig. Aber pauschal gilt das für alle Schlafsackgrößen und alle Schlafsacktemperaturbereiche. Ihr könnt euch bei der Temperatur immer daran orientieren, dass der Komfortbereich, für kälteempfindlichere Leute wie mich beispielsweise, dass der Komfortbereich immer da liegt, wo eure Nacht letztlich sein wird, von der Temperatur her. Das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, deswegen gebt euch da immer ein bisschen einen Puffer, aber ich würde niemals drunter gehen. Ein bisschen Spielraum, ein bisschen Sicherheitsmarge ist nie verkehrt, gerade wenn wir im Winter unterwegs sind. Und ich weiß, Leute, die viel im Winter unterwegs sind, werden jetzt sagen, ach Gott, der kackt sich hier wieder an. Ich gehe mit dem Sommerschlafsack im tiefsten Winter bei minus 30 Grad campen, mir ist nie kalt. Schon klar.
Aber erstens mal, wir sind ja hier jetzt in einer Serie für Einsteiger in den Winter, im Winter bivakieren, Wintercamping, Winterbergsteigen, das ist das eine. Und das andere ist, ihr kriegt halt keine zweite Chance. Wenn es im Winter dunkel ist, und es ist halt relativ früh, die Nächte lang sind und ihr ausgekühlt seid, dann habt ihr tatsächlich ein Risiko zu sterben. Diese Ernsthaftigkeit sollte man sich einfach bewusst sein. Und wenn man das nicht ist, dann tut es mir leid, dann kann ich euch aber auch keine großen Tipps geben. Im Temperaturbereich, also immer schauen, dass der Komfortbereich definitiv mit der Temperatur übereinstimmt. Warum ist das aber pauschal nicht unbedingt notwendig, beziehungsweise wichtig, beziehungsweise richtig? Ein Zelt ist ein sehr, sehr großer Faktor. Wir haben neulich ein Video über die Zeltgeschichte ja gehabt. Ihr seht im Zeltbereich natürlich, dass es super warm wird innerhalb eines Zelts. Gerade wenn ihr ein Ein-Personen-Zelt habt und alleine seid. Aber noch viel mehr, wenn ihr ein Zwei-Personen-Zelt habt und zu zweit seid, dann habt ihr richtig einen hohen Temperaturunterschied zwischen außen und innen. Und genau den könnt ihr euch natürlich auch zunutze machen. Warum ich aber mich nicht darauf verlassen möchte und warum ich nicht möchte, dass ihr euch darauf verlasst, ist natürlich, dass wenn euer Zelt in irgendeiner Weise kaputt geht und dann Luft doch reinströmen kann, und es geht ja im Prinzip nur darum, dass die abgegebene Wärme vom Körper wieder reflektiert wird von den Zeltwänden, was aber obsolet ist, sobald das Zelt irgendwo einen Riss hat beispielsweise, dann seid ihr darauf angewiesen, dass euer Schlafsack das trotzdem packt. Und notbehelfsmäßig ist das natürlich mit der Limittemperatur ebenfalls möglich. Sehr, sehr unangenehm im Zweifelsfall. Für manche vielleicht gar nicht unangenehm. Es kommt immer auf euer eigenes Wärmeempfinden an. Aber das soll ja auch nicht das Ziel sein. Das Ziel soll ja sein, dass wir für die ein oder andere Eventualität trotzdem ausgerüstet sind und nicht gleich wirklich in Panik verfallen müssen oder ein Problem kriegen, wenn wir mal diese Temperaturen dann letztlich unterschreiten. Deshalb packt ein bisschen für die Sicherheitsmarge ein und kauft auch euren Schlafsack so. Wenn ihr wisst, ihr seid so wie heute bei minus 7 Grad beispielsweise draußen, dann kauft euch einen Schlafsack, der die minus 7 Grad packt. Auch wenn ihr wisst, dass es im Zelt nicht so kalt sein wird, dass ihr vielleicht noch ein bisschen mehr anhabt und so weiter und so fort. Lieber ein bisschen auf der sicheren Seite sein. Gut, wir wissen also, dass wir bei Temperaturbereichen deutlich vorsichtiger sein sollten oder zumindest keine gewagten Entscheidungen treffen. Aber welche Möglichkeiten im Sinne der Schlafsäcke haben wir denn jetzt eigentlich noch? Ich möchte euch drei Schlafsäcke zeigen, die grundsätzlich eine valide Möglichkeit für die Winternächte sind. Dabei habe ich eine relativ kalte Variante für spezielle Anwendungsbereiche mit Zelt, viel Kleidung und warmen Nächten, ein Mittelding und einmal die extreme Variante für extreme Temperaturen und Anwendungen mit allen Vor- und Nachteilen jetzt für euch vorbereitet. Wir haben hier zum einen den plus 5 Grad Komforttemperatur, wo jetzt viele sagen würden, was, 5 Grad? 5 Grad in den Bergen im Winter kampieren mit so einem kleinen 5 Grad Schlafsack. Das ist tatsächlich nicht unmöglich. Es kommt nämlich immer ein bisschen darauf an, erstens mal natürlich auf die Temperaturen. Auf der anderen Seite kommt es aber auch darauf an, wie ihr euer Lager einrichtet. Wenn wir beispielsweise dicke Kleidung mit haben, gleichzeitig ein Zelt haben, dazu komme ich gleich nochmal, und vielleicht noch so ein paar kleinere Anpassungsmöglichkeiten, wie im Biwaksack, in den wir unseren Schlafsack reinstecken können und nochmal ein Inlay und so weiter, dann kann man das durchaus schaffen, mit einem Komfort 5, plus 5 Grad Schlafsack, im Winter draußen zu schlafen. Fällt die eine oder andere Komponente bereits weg, dann wird es schon richtig, richtig schwierig und gefährlich. Und deswegen sind solche Dinger nicht unbedingt eine Notlösung, aber definitiv nur was, wenn man vorher sehr, sehr gut geplant hat, was man tut. Der klare Vorteil natürlich, er ist super klein, super leicht. Er ist einfach sehr komfortabel, nicht nur im Transport, sondern auch im Handling. Ihr werdet dann bei wirklich dicken Daunenschlafsäcken auch sehen, dass sie einfach im Handling, beim Einpacken und so weiter ein Krampf sondergleichen sind. Andere Lösung, schon etwas dicker und im Packen war es natürlich ein ganzes Stück schlechter, wenn wir unseren kleinen Carinthia so daneben halten. Wäre zum Beispiel ein Mountain Equipment Glacier, Glacier 1000 beispielsweise oder ein Glacier Expedition. Die Dinger haben Komforttemperatur minus 11 Grad und sind damit schon für eigentlich alle Winternächte in der Regel sehr gut geeignet. Daunenschlafsack, klar, wir haben nur noch sehr, sehr wenig Kunstfaserschlafsäcke im Bereich der minus 10 Grad. Die sind dann einfach schon ein bisschen zu klobig und zu bulkig. Ich warte hier immer noch auf nicht tierische Lösungen im Bereich der Primaloft, aber gibt es halt heute noch nicht. Ja, mal schade. Und natürlich haben wir dann wirklich für extremere Bereiche, wenn es wirklich, wirklich kalt wird. Es gibt so ein paar Regionen in den Ost- und Westalpen, in denen wird es einfach verdammt kalt in manchen Nächten, gerade wirklich in den klaren Winternächten. Da brauchen wir einfach super, super warme Schlafsäcke. Natürlich, ganz klar, aber das ist jetzt nicht unbedingt
Ziel dieser Reihe, auch für Expeditionen, Polarexpeditionen, Grönlandgeschichten, Himalaya etc. brauchen wir so warme Schlafsäcke. Ihr seht aber das Problem gleich vorweg, das Ding braucht einen Heidenplatz. Also wirklich 19 Liter komprimiert kriege ich ihn gerade so runter, eher in die 21 Liter. Die Packsäcke sind mit 19 Liter angegeben, den kriegst du auf 19 Liter nicht runter. Vergiss es, das sind 20, 21 Liter und das musst du halt auch einfach mal einen Rucksack haben, der so ein Ding stemmen kann. Natürlich, sie sind super kuschelig, super komfortabel. Der hat eine Komforttemperatur von, ich meine, minus 28 Grad oder minus 29 Grad. Blende ich euch jetzt hier einfach mal ein, damit ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Mit dem kannst du im Prinzip alles machen. Es gibt nichts viel Wärmeres. Der D1200X von Carinthia ist ein bisschen wärmer, aber sonst ist es eigentlich das High-End-Ding, was du kaufen kannst. Kostet extrem viel Geld, braucht sehr viel Platz, ist sehr, sehr schwer, aber ist unfassbar warm. Fassen wir also zusammen. Der Komfortwert ist für die meisten Menschen die beste Angabe. Vor allem für Männer, die nicht kälteempfindlich sind, ist aber auch der Limitwert ein brauchbarer Richtwert. Bleibt mit eurem Schlafsack im Komfort- oder Limitbereich immer im Bereich der prognostizierten Temperatur. Liegt die prognostizierte Temperatur weit unter eurem Komfort- oder Limitwert, kann wirklich zu schlaflosen Nächten oder im schlimmsten Fall sogar zu gesundheitlichen Schäden führen. Das Wichtigste für alle Daunenschlafsäcke ist und bleibt die Trockenheit. Kümmert euch immer um trockene Verhältnisse, wenn der Daunenschlafsack genutzt werden soll. Soll auch heißen, dass ihr Lüften oder Kleidung ablegen müsst, wenn im Schlafsack es zu warm wird und ihr vielleicht sehr viel schwitzt. Denn nicht nur die Luftfeuchtigkeit im Zelt, sondern auch der eigene Schweiß kann eure eigene Isolation zunichte machen. Bleibt also immer auf der Hut, um in erster Linie trocken zu bleiben, damit ihr in zweiter Linie dann auch warm bleibt. Gerade im Bereich der Temperatur kann man es leider nicht vermeiden, dass man einen Versuch mit einem Schlafsack macht. Wer noch gar keinen Schlafsack besitzt, sollte am besten aufs eigene Gefühl in Bezug auf die Temperatur achten und ausprobieren. Mountain Equipment ermöglicht beispielsweise, dass man einen Schlafsack nach dem ersten Einsatz umtauscht, falls er doch nicht warm genug war. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich cooler Service. In diesem Sinne hoffe ich wie immer, dass ihr dieses Video interessant gefunden habt und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!